Easy Sports Graphics ist ein sehr nützliches Programm, um Sportzeichnungen zu erstellen. Es ist ganz leicht. Ich zeige Ihnen kurz, wie es funktioniert. Nehmen wir an, Sie haben die Idee für eine effektive Übung zur Lauf- und Sprungkoordination. Als erstes möchten Sie dieses weiße Feld austauschen. Einfach auf die Felder klicken. Fertig. Bauen wir die Übung auf. Ich brauche einen Startpunkt, möchte dazu ein Hütchen nehmen, das ich hier in dieser Toolbox finde. Ich nehme das gelbe Hütchen, ziehe es hier auf mein Feld, hier unten. Ich kann das jetzt vergrößern oder verkleinern, indem ich hier auf dieses Minus klicke. Mein Spieler soll hier hinten hinlaufen als erstes. Ich nehme noch ein Hütchen und markiere den Laufweg mit dieser Linie. Ziehe die Pfeilspitze lang. Und fertig. Jetzt sollen meine Spieler nicht einfach nur hier lang laufen, sondern über Hürden springen. Und die hole ich mir hier raus und positioniere sie hier. Ich klicke jetzt hier irgendwo hin, um das Ganze zu deaktivieren. Dann brauche ich noch einen Spieler. Den hole ich mir aus der Koordinationstoolbox. Hier unten ist er. Den ziehe ich mir hier raus, stelle ihn dazwischen und gebe ihm ein rotes Trikot. Oder besser eine blaue Hose. Wenn mein Spieler hier hinten angekommen ist, soll er hier oben hinlaufen. Das markiere ich mit einer weiteren Lauflinie. Die ziehe ich mir jetzt zurecht. Und da die jetzt blau ist, färbe ich sie mal kurz in schwarz rum, denn ich möchte eine schwarze Linie haben. Auch hier sollen meine Spieler wieder über Hürden springen. Die hole ich mir mal kurz. Diese hier sind hübsch. Und fertig. Ach, hier unten fehlt mir noch ein Spieler. Den hole ich mir jetzt von den Läufern. Und zwar suche ich mir jetzt einen aus, der rennt. Und zwar nehmen wir diesen hier und dem gebe ich jetzt das rote Trikot. Wenn meine Spieler hier oben angekommen sind, sollen sie um dieses Hütchen herumlaufen zum Startpunkt zurück. Und wieder eine Lauflinie. Hier hinten, hier geht es zum Startpunkt. Hier mache ich jetzt den Bogen. So, die Linie, die färbe ich auch noch kurz schwarz. An einem Startpunkt stehen normalerweise auch noch andere Spieler herum. Nehmen wir den hier und noch einen von den beiden, den in Rot und dann nehmen wir noch diesen hier. Dem geben wir mal ein graues Trikot, der ist als nächstes an. Und zum Schluss stellen wir noch einen Trainer aufs Feld und damit auch jeder weiß, dass es ein Trainer ist, schreibe ich das mal da dran. Ich hole mir hier dieses Textfeld, klick rein und tippe einmal Trainer ins Textfeld. So einfach habe ich meine Idee mit einer professionellen Zeichnung festgehalten. Wenn Sie Kinder trainieren, gehen Sie hier unten einfach auf die Kinder, auf die Jungen oder auf die Mädchen. Ich gehe mal auf die Jungen. Und Ihre Männer sind zu Jungs geworden. Easy Sports Graphics hat noch weitere Funktionen, zum Beispiel die Hilfslinien. Die können Sie auch ausblenden. Oder das Notizenfenster. Da können Sie sich eine Notiz hinterlassen. Dies ist eine Übung zur Lauf- und Sprungkoordination. Sie können es jetzt zuklappen, es wird hinterher beim Speichern mitgespeichert. Oder Sie haben hier die Mülltonne, damit können Sie die ganze Zeichnung mit einem Schlag lernen. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte sie lieber speichern. Speichern kann ich hier oben. Ich klicke hier drauf, gebe hier einen Dateinamen ein, meine Übung und gehe auf Speichern und die Übung ist gespeichert. Ich kann die Übung aber auch ausdrucken, um sie mit zum Training zu nehmen, oder ich kann sie exportieren, um sie in PowerPoint einzubinden oder ins Internet zu stellen.